Nächste Frage hat der Reitschuster. Einkaufen nur noch mit Test, auch die einfachen Lebensmittel ab Oktober für Ungeimpfte oder schon früher? Nichts Genaues weiß man nicht. In dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz ist ja die Rede von Innenräumen, die dann nur noch mit Test zu betreten sind. Ich habe vorab schon beim Ministerium nachgefragt, ob da Lebensmittelläden darunter fallen. Da hieß es, man weiß es nicht. Darum habe ich heute Herrn Seibert gefragt. Er hat zuerst versucht, in eine Richtung zu gehen. Dann kam aber raus, auch da weiß man nichts Gewisses. Schauen Sie sich die Szene an. Herr Reitschuster. Eine Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert, im Beschluss heißt es, wer nicht geimpft ist, muss sich absehbar regelmäßig testen lassen, wenn er in Innenräumen mit anderen Menschen zusammentrifft. Was wurde als Innenräume definiert? Lebensmittelgeschäfte sind ja auch Innenräume, in denen man mit anderen Menschen zusammentrifft. Vielleicht könnten Sie das noch genauer ausführen. Vielen Dank. Es gibt da die Punkte A bis F, die in dem Punkt 4 der gestrigen Beschlüsse genannt werden. Tests sollen Voraussetzung sein. Ich lese es Ihnen gerne vor, aber eigentlich kann es jeder im Netz selber nachlesen. Zugang als Besucher zu Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Zugang zur Innengastronomie, Zugang, Teilnahme an Veranstaltungen und Festen in Innenräumen, Informationskultur oder Sportveranstaltungen, Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen, zum Beispiel Friseur, Kosmetik, Körperpflege, Sport im Innenbereich, zum Beispiel Fitnessstudios, Schwimmbäder, Sporthallen oder auch Beherbergung, wo gilt Test bei Anreise und zweimal pro Woche während des Aufenthaltes. Wie alle Regelungen, das wissen Sie, sind sie letztlich von den Ländern umzusetzen und damit auch zu präzisieren. Zusatz? Herr Seibert, Sie sagen jetzt, das ist eindeutig. Ich habe mich vorher noch beim Ministerium erkundigt. Die wussten es nicht eindeutig. Es ist ja eine Kann-Regelung. Deshalb nochmal die Frage, gilt das definitiv nicht für Lebensmittelgeschäfte? Können die Deutschen und können die im Herbst einkaufen in Lebensmittelgeschäften ohne Test? Können Sie das garantieren? Danke. Ich denke, das, was ich Ihnen vorgelesen habe, ist eindeutig. Das sind die Innenräume, die genannt werden. Und ansonsten ist es, obliegt es natürlich erstens der Ausgestaltung durch die Länder in ihren Verordnungen. Und zweitens gibt es dann auch noch so etwas wie das Recht jedes Privatwirtschaftsbetreibenden, Zugänge zu regeln. Ich verweise Sie auf den, ich finde, sehr klaren Beschluss der gestrigen Bund- und Ländertagung. Herr Krenn. Ja, übersetzt aus Regierungsdeutsch in Alltagssprache, die Bundesregierung kann das eben nicht ausschließen. Das heißt, wir wissen nicht, ob wir ohne Test im Herbst noch ganz normal die Lebensmitteleinkäufe machen können. Keine rosigen Aussichten und jedes Bundesland kann das auch selbst entscheiden, wie es das möchte. Meine zweite Frage war dann die nach der Aussage von Ministerpräsident Söder, der ja noch vor kurzem gesagt hat, mit zwei Peaks ist nicht alles vorbei und gestern jetzt gesagt hat, zwei Peaks helfen, das Ganze zu durchbrechen. Ich sehe da einen Widerspruch, Herr Seibert offenbar nicht. Schauen Sie sich das an. Dann ist Herr Reitschuster. Ich habe eine Lernfrage an Herrn Seibert. Der Herr Söder hat im Mai gesagt, der Prozess des Impfens muss länger gehen, mehrfach mehrere Jahre. Keiner darf jetzt glauben, zweimal gepickt und das war's schon. Impfen wird Alltag in den nächsten Jahren werden. Gestern sagte er, wir können mit zwei kleinen Peaks aus der Endlosschleife herauskommen. Welche Meinung von diesen beiden teilt denn die Bundesregierung? Danke. Ich weiß nicht, ob Sie da nicht einen Widerspruch aufbauen, den es gar nicht gibt. Derzeit ist es so, dass man mit der zweiten Impfung den vollkommenen Impfschutz hat. Gleichzeitig wissen Sie, dass die Gesundheitsminister der Länder auch bereits beschlossen haben, Auffrischungsimpfungen ab Herbst möglich zu machen für bestimmte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Davon war ja gerade auch die Rede. Die Frage, ob es weiterer Impfungen bedürfen wird, die hat auch ganz entscheidend mit einem Faktor zu tun, den Sie und ich jetzt nicht voraussehen können, nämlich welche weiteren Mutationen, Varianten des Virus sich uns noch entgegenstellen werden.
Was hoffentlich nicht passiert, ist, dass es eines Tages eine Variante gibt, gegen die die jetzt im Markt befindlichen Impfstoffe keine Wirksamkeit mehr haben. Wir haben großes Glück und wir können wirklich zufrieden damit sein, dass auch gegen die deutlich ansteckendere Delta-Variante die Wirksamkeit der bestehenden mRNA-Impfstoffe, die ja im Wesentlichen in Deutschland zum Einsatz kommen, sehr hoch ist. Möge es so bleiben. Jeder, der sich mit Epidemien, Pandemien auskennt, weiß, dass immer die Gefahr besteht, dass sich neue Mutationen bilden. Deswegen ist es ja so wichtig, die Zahl der Infektionen so gering wie möglich zu halten, weil aus einer geringeren Gesamtmenge die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sich eine neue Mutation bildet. So, und das ist etwas, was im Moment niemand voraussehen kann. Ja, auch da finde ich es faszinierend, wie man sich die glasklare Aussage aus der New York Times, die das ja auch auf die Regierungsbehörden stützt, wie man sich die hier einfach zurechtredet. Auch aus Israel gibt es ja solche Erkenntnisse, dass Geimpfte doch bei Weitem nicht so sicher sind davor, die Viren auf andere zu übertragen, wie das bisher angenommen wurde. Ja, das sind die Auskünfte der Bundesregierung. Ich wollte noch eine dritte Frage stellen zum Thema Corona, bin dann aber leider nicht mehr dran gekommen. Heute war wieder Full House, alle da und deswegen nur wenige Fragen. Ich wollte zum Beispiel fragen, mit welcher Begründung die Bundesregierung sagt, dass sie keine G2-Regelung von privaten Veranstaltern untersagen kann. Florida macht das ja zum Beispiel, da gibt es eine gesetzliche Regelung des dortigen Gouverneurs, die der durchgesetzt hat, wonach es verboten ist, dass in Einrichtungen nach dem Impfstatus gefragt wird. Bei uns passiert das genaue Gegenteil. Und man sagt, der Staat kann es nicht verbieten. Warum? Hätte ich gerne gefragt, konnte ich nicht fragen. Ein anderer Kollege hat nach dem G2-Status etwas anderes gefragt. Schauen Sie sich das kurz an. Und Herr Seibert, 2G ist ja perspektivisch schon möglich in privaten Situation, wird es da denn mittel- oder langfristig die Möglichkeit geben, ohne Maske an Veranstaltungen oder Ähnlichem teilzunehmen? Also Herr Jorlans, ich kann für Sie jetzt nicht in die Zukunft schauen. Ich habe versucht zu beschreiben, was ist unsere derzeitige Situation. Und die Grundhaltung, die Bund und Länder gestern miteinander hatten und die Sie auch in dem Papier wiederfinden, ist, wir sind in einer noch frühen Phase des Wiederanstiegs der Fallzahlen. Also wollen wir jetzt frühzeitig handeln, mit zeitigen und mit relativ leichteren Maßnahmen und mit dem erneuten Impfappell wollen wir versuchen, die Geschwindigkeit des Anstiegs der Fallzahlen zu verlangsamen, im besten Fall natürlich einzudämmen und zu stoppen. Und das, was man unter 3G versteht, also den Zugang zu bestimmten Einrichtungen und Veranstaltungen in Innenräumen nur für Geimpfte, Genesene und Getestete, das ist so eine niedrigschwellige Maßnahme, die Bund und Länder jetzt frühzeitig einsetzen wollen, um den Anstieg der Zahlen einzudämmen. Denn sonst könnten Innenräume im Herbst natürlich Orte der Ansteckung werden. Und das wollen wir mit diesen frühen Maßnahmen, die in ihrer Belastung relativ niedrig sind, verhindern. Es hat einfach Sinn, vorsichtig zu sein. Das ist das, was Bund und Länder gestern geleitet hat. Es ging um 2G. Ja, und deswegen erkläre ich Ihnen, mit welcher Grundüberzeugung Bund und Länder sich gestern unter der Überschrift 3G für die Einführung dieser Testpflicht entschieden haben, um frühzeitig mit relativ niedrigschwelligen Maßnahmen zu verhindern, dass die Situation eskaliert und man überhaupt über andere Maßnahmen nachdenken muss. Dann wollte noch ein Kollege wissen, ob die Tests für Geimpfte kostenlos sind oder nicht. Bitte. Für das Ministerium irgendwie einen Richtwert vorzugeben, über den hinaus die Tests jetzt nicht bepreist werden dürfen? Ob es einen Deckel gibt, ob das in irgendeiner Weise reglementiert werden kann, der Preis, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist eine verwaltungstechnische Frage, die müsste ich klären. Ja, auch da nichts Genaues, weiß man nicht. Der Kollege Jung hat dann zum gefühlt 10. Mal, wahrscheinlich weniger, gefühlt noch mehr,
versucht, die vierte Welle herbeizureden bzw. die Regierung darauf festzulegen. Bitte. Während Sie in den Ferien waren, hat das RKI als Fakten bestätigt, dass die vierte Welle begonnen habe. Das hat die Bundesregierung, während Sie in den Ferien waren, bisher nicht anerkennen wollen. Das BMG spricht davon, dass die vierte Welle bevorsteht. Herr Söder hat gestern auch gesagt, dass die vierte Welle sich heranschleiche. Erkennt die Bundesregierung, erkennt die Kanzlerin an, dass das RKI als Faktum verkündet hat, dass die vierte Welle begonnen hat? Dann wurde auch noch gefragt, wie die Regierung gegen Impfgegner vorgeht, ob das Extremisten sein können. Bitte. Dann ist Herr Jordans dran. Oh, da sind Sie, Entschuldigung. Ich hätte eine Frage ans BMI. Und zwar ist in Niedersachsen soll eine Krankenschwester statt Impfstoff nur Kochsalzlösung verabreicht haben. Und weil eine politische Motivation im Raum steht, ermittelt der Staatsschutz. Ohne dass Sie jetzt auf den spezifischen Fall eingehen, weil das, Sie können das ja nicht, können Sie denn sagen, ob im Zusammenhang mit Impfgegnern Fälle von politisch motivierter Kriminalität durch die entsprechenden Sicherheitsbehörden in Deutschland erfasst werden? Und wenn ja, ob es da schon nennenswerte Zahlen gibt? Die Sicherheitsbehörden erfassen jegliche Form von Kriminalität, auch im Hinblick auf eine mögliche politische Motivation. Das ist ein in allen Polizeien in Bund und Ländern standardisierter Erfassungsprozess. Das heißt, wenn eine Straftat festgestellt wird, zunächst mal unabhängig davon, um welche Straftat es sich handelt, dann wird hinterfragt, liegen Hinweise auf eine politische Motivation vor. Und wenn das der Fall ist, wird das in den entsprechenden Statistiken auch genauso vermerkt. Es spielt keine Rolle, ob es sich dabei um eine Sachbeschädigung oder um eine Körperverletzung oder um schlimmere Taten handelt. Ja, und da gab es dann noch einen bemerkenswerten Versprecher von Herrn Alter, dem Sprecher von Herrn Seehofer, der sagte, die Bundesbehörden haben einen neuen Extremismus gebildet. Bitte. Im Zusammenhang mit dem Demonstrationsgeschehen die Sicherheitsbehörden eine neue Form von Extremismus gebildet haben, die sie in einer eigenständigen Kategorie zusammenfassen. Ja, ein Versprecher, aber dennoch interessant. Spannend auch, dass Herr Seibert heute davon sprach, dass es im November ein Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin geben wird. Ich betone die weibliche Form. Auch das kann ein Versprecher sein, aber mental geht man offenbar davon aus, dass uns unsere Genossin Voss, Entschuldigung, dass uns unsere Bundeskanzlerin noch bis weit in den Herbst hinein erhalten bleibt. Voila! Ich habe eins nachzureichen, weil gefragt wurde nach einem nächsten MPK-Termin. Also ich kann Ihnen sagen, die nächste reguläre, turnusmäßige Besprechung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin ist am 9. Dezember. So, das ist nur noch eine Weile hin. Oder mit dem Bundeskanzler, mit dem Vertreter des Bundeskanzleramts. Dann gab es wieder das Dauerthema Afghanistan. Unvermeidlich, ich hätte ja am besten gefragt, wenn man schon davon ausgeht, dass man Schwerverbrecher dorthin nicht abschieben darf, ob es dann nicht sinnvoller wäre, die doch dorthin zu bringen und dafür zum Beispiel eine schwangere Frau oder eine Kranke oder jemanden, dem es wirklich besonders schwer fällt, dort zu leben, hierher zu bringen. Aber ich habe dann auf diese Frage verzichtet. Dann gab es wieder noch eine Frage nach einer rechten Vergangenheit von einem Professor. Schauen Sie sich die Frage an und dann auch noch meinen Konter und mein Wortgefecht mit Herrn Alter. Eine Frage dazu an Herrn Alter. Als Verfassungsschutzministerium prüfen Sie auch, dass in Mecklenburg-Vorpommern ein Mitglied einer Untergruppierung der Linken, das vom Verfassungsschutz beobachtet wird, Verfassungsrichterin geworden ist? Danke. Das Bundesinnenministerium und der Geschäftsbereich ist auf keinem Auge blind. Und deswegen sind diese Vergleiche, die Sie anstellen, die ja andeuten, dass wir für die eine Seite etwas anderes tun als für die andere, dann ist es bei mir falsch rübergekommen, wenn Sie sich dem verwehren. Aber ich will nur deutlich machen, es spielt für uns überhaupt keine Rolle, aus welcher Richtung etwaige verfassungsfeindliche Tendenzen, Auffälligkeiten entstehen. Alles wird gleichermaßen mit der gleichen Intensität behandelt und für alle gelten gegebenenfalls die gleichen Konsequenzen. Da gibt es keine Unterschiede. Ich habe nichts verglichen, Herr
Alter können dann Sie nehme ich das zurück, dann ist es bei mir einfach falsch. Kein Thema. Aber der Fall ist ja schon eine Weile her. Ist da schon was konkret unternommen worden? Danke. Sie wissen, dass wir zu den operativen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden und auch insbesondere zu Einzelfällen an dieser Stelle grundsätzlich nicht Stellung nehmen. Ich habe das eben gemacht mit Blick auf die Frage von Herrn Jung, weil es sich um eine Person handelt, wie ich schon sagte, die aus unserer Sicht zunächst mal als renommierter Experte gilt, der in unserer Personalverantwortung steht. Und wie immer in solchen Fällen kann es Berichte geben, die müssen überprüft werden. Es sollte aber auch keine Vorverurteilung geben. Zur Flutkatastrophe hatte ich auch noch eine Frage. Herr Seibert, Focus Online berichtet über ein Chaos bei der Krisenhilfe in Ahrweiler. Überschrift: Selbst Fluchthelfer schütteln den Kopf. Aufruf: Frau Merkel, schicken Sie endlich echte Macher. Ist Ihrer Chefin dieser Aufruf bekannt und möchte sie echte Macher schicken oder was tut sie? Danke. Ich kenne den Artikel nicht und deswegen weiß ich auch nicht, ob die Bundeskanzlerin diesen Artikel gelesen hat. Es gibt sehr, sehr enge Kontakte zwischen dem Bund und den Ländern. Die Länder haben jeweils ja Sonderbeauftragte eingerichtet. Der Bund hat einen Staatssekretärsausschuss eingerichtet. Das heißt, wir wissen sehr genau von den Ländern, was in den betroffenen Katastrophengebieten Stand der Dinge ist. Und entsprechend orientieren wir unsere Unterstützung. Und ich denke, dass das auch gestern in diesem Nationalen Fonds Aufbauhilfe seinen Niederschlag gefunden hat und in der Bereitschaft des Bundes, eben die Wiederaufbaumaßnahmen der Länder hälftig noch zu finanzieren. So kommt man ja auf die Zahl, die Herr Jordans vorhin hier genannt hat. Im Übrigen ist gestern auch Einigkeit, da hat gestern auch Einigkeit darüber bestanden, dass es wirklich Grund gibt, all denen, die im Katastrophengebiet, seien sie Ehrenamtliche, seien sie aus dem privaten Bereich, seien sie zum Beispiel von der Bundeswehr dort zum Einsatz gebracht, die da anpacken, wirklich tief dankbar zu sein. Zusatz? In dem Artikel wird kritisiert, die Bundeskanzlerin habe zu bürokratisch gehandelt. Der ehemalige Hamburger Innensenator und Bundeskanzler Schmidt habe damals die bürokratisch vorgeschriebenen Wege verlassen. Ohne das hätte er das nicht managen können. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Die Hilfe sei zu bürokratisch. Danke. Also der Bund spielt seine Rolle, seine notwendige Rolle dabei, den Katastrophenregionen zu helfen, in der Höhe der Finanzhilfen noch nie dagewesenen Weise. Das Ganze wird jetzt sehr schnell beschlossen in der nächsten Woche im Kabinett. Und dann gibt es die notwendigen Lesungen im Deutschen Bundestag auch sehr schnell. Das heißt, dieses Geld wird sehr schnell zur Verfügung stehen. Und deswegen, glaube ich, kann man diesen Vorwurf so nicht erheben. Da, wo es im Einzelnen hapert, wo man sagt, hier hätte es schneller gehen können, hier hätte man einen anderen Weg finden sollen, da werden die Vertreter des Bundes, wie auch sicherlich der Länder, immer gut hinhören und schauen, ob etwas besser gemacht werden kann. Ja, und dann gab es noch eine Theatereinlage, die ich leider nicht gesehen habe, weil ich hinten keine Augen habe und weil es ja auch keine Direktübertragung mehr gibt. Und deshalb musste ich dann mit der Reaktion des Vorsitzenden vorlieb nehmen. Voila! Würde ich gerne zu einem anderen, Herr Jung auch noch. Sie brauchen sich nicht so theatralisch beschweren, Herr Jung. Wenn Sie sich einfach normal melden, kommen Sie schon dran. Ja, das war es für heute. Für mich wieder beeindruckend wie immer Afghanistan. Herr Alter, der Seehofer-Sprecher, hat gesagt, es gibt über 30.000 Menschen in Deutschland, die ausreisepflichtig sind nach Afghanistan, also Afghanen. Und die sollten so schnell wie möglich das Land verlassen. Finde ich eine Selbstverständlichkeit. Interessant, wie groß hier dieses Interesse daran zu sein scheint, dass man also sich dafür einsetzt, dass Afghanen, die hier ausreisepflichtig sind und vor allem Verbrecher, also die bei den Normalen gibt es ja oft Duldungen und dergleichen, aber das konkrete Streitthema sind ja jetzt Verbrecher, dass man denen das nicht zumuten kann, was man Frauen, Kindern, 38 Millionen, zumutet. Dann ging es wieder sehr lange um die Ortskräfte. Das ist seit Monaten gefühlt Dauerthema, ist ja auch etwas, wo ich sage, den Leuten muss man helfen. Aber die Proportionen sind da für mich völlig auseinandergerutscht. Also dass hier Ungeimpfte zu Menschen zweiter Klasse werden, dass hier eine massive Diskriminierung stattfindet,
So what? Können wir es noch besser machen? Können wir es noch effektiver machen? Ist da oft der Tenor, den ich finde. Was kann man gegen die bösen Impfgegner machen? Kann man die noch beobachten lassen? Kann man die noch mehr an den Rand drängen? Aber dann bei Kleinen, bei Minderheiten, da, das ist das große Thema. In meinen Augen eine massive Fehlentwicklung. Weiß ich, kann man anders sehen, akzeptiere ich auch. Ich halte es für fatal. Das war's für heute aus der Bundespressekonferenz. Bevor ich jetzt vergesse, Kollege Wallasch hat noch einen tollen Artikel gemacht. Er hat herausgefunden, dass gestern die Beschlüsse der Ministerpräsidenten möglicherweise auf falschen Grundlagen beruhen, weil jetzt das RKI ganz klammheimlich leise die Zahlen korrigiert hat. Müssen Sie unbedingt lesen auf der Seite. Super spannender Bericht. Danke, alles Gute, ciao. Ja, und noch was habe ich vergessen. Die Bilder wieder zur Verfügung gestellt von RTL. Den Kollegen herzlichen Dank. Jetzt haben wir endlich gute Bilder, dank der Poolregelung. Ich muss dafür bezahlen, aber Sie unterstützen ja. Und das ist, glaube ich, Geld, das besser investiert ist als in die Fernsehgebühren. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage, der Reitschuster. Und ein Backstage habe ich auch noch. Heute vor der Versammlung kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, er sei schon öfter da gewesen, er wolle unbedingt mit mir reden und er wolle mithelfen, was er tun könne. Er beklagte sich bitter, eine seiner besten Freundinnen, mit der er 8 Jahre eng war, redet nicht mehr mit ihm. Sie sagt, solange du dich nicht impfen lässt, will ich dich nicht mehr sehen. Seine Schwester, die im medizinischen Bereich arbeitet, die darf da nicht mehr in die Kantine, weil sie ungeimpft ist. Und der Mann war regelrecht verzweifelt. Er sagte, ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht untätig sein, ich will etwas machen gegen das, was in diesem Land geschieht, gegen diese massive Diskriminierung, gegen diese Hetze, gegen Menschen, die sich nicht impfen lassen müssen. Das ist ja selbst nach einer Beschlussvorlage, beziehungsweise es ist ein Beschluss geworden der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, nicht zulässig ist, dass man Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, diskriminiert. Und dieser junge Mann sagte, was kann ich tun? Ich bat ihn, seine Erlebnisse, das, was ihn so in die Verzweiflung treibt, zusammenzuschreiben. Und sagte, ich sehe, dass ich das veröffentliche auf meiner Seite. Ja, traurig, 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 aber auch bewegend, dass die Leute so versuchen, sich zu engagieren. Einen Witz habe ich noch, den hat mir ein Leser geschickt, wieder einen sehr schönen Sowjetwitz, einen, den ich nicht kannte. Geht jemand auf den Roten Platz in Moskau, hält ein Plakat hoch, das nur weiß ist, dann kommt die Polizei auf ihn zu, nimmt ihn fest, sagt, demonstrieren strengstens verboten. Die fragen ihn, warum steht nichts auf dem Papier? Dann sagt er, es verstehen doch ohnehin alle alles. Ja, da ist ein bisschen was dran. Ich glaube, heute verstehen auch sehr viele sehr viel. Und die, die es nicht verstehen wollen, die sind deswegen so aggressiv gegen diejenigen, die das offen aussprechen, was sie verdrängen, nämlich dass hier irgendetwas nicht stimmt und dass hier in meinen Augen mit massiv gezinkten Karten gespielt wird. Danke, das war's. Alles Gute. Ciao. Sorry. Herr Sabat? Ich wollte Herrn Kausch nicht unterbrechen, Entschuldigung, Herrn Kausch. Nee, ich war zu Ende geplaudert. Wollen Sie noch was ergänzen, Herr Sabat? Nein.